Kölner Filmhaus am Donnerstagabend. Eröffnung der Roma-Filmwoche mit anderen Augen sehen. Filme über und von sogenannten Zigeunern aus 100 Jahren. Noch bis 7. Juni gibt es ein ebenso buntes wie informatives Programm. Insgesamt 24 Spiel- und Dokumentarfilme. Organisiert vom Rom e.V., dem Verein zur Verständigung von Roma und Nicht-Roma in Köln. Und zwar von diesen beiden Frauen. In den letzten Jahren haben sie eine Datenbank erarbeitet. Weltweit einzigartig, 2500 Produktionen über Roma- und Sinti-Filme sind mittlerweile registriert. Die Roma-Filmwoche zeigt daraus einen repräsentativen Querschnitt mit folgenden Tendenzen. Zum einen eine positive, romantisierende Darstellung, wo die Klischees von Roma und Sinti teilweise auch überzogen werden, dass es ein fröhliches Volk ist, das den ganzen Tag Musik macht und feiert. Und dann gibt es wieder eine andere Tendenz, wo die Roma und Sinti als Opfer dargestellt werden. Die Roma-Filmwoche spannt also einen weiten Bogen. So erfährt man auch was über die Herkunft der Roma und Sinti, die im 8. Jahrhundert aus Nordindien flohen vor den muslimischen Besatzern und sich nach langer Wanderung im 14. Jahrhundert zuerst auf dem Balkan niederließen. Bis sie dort wieder vertrieben wurden, seitdem leben sie über den ganzen Kontinent verstreut. Doch allen gemeinsam ist, das belegen viele Filme des Festivals, die massive Konfrontation mit Vorurteilen und das Leben am Rande von Städten und Gesellschaften. Und auf anderer Seite haben wir Filme über die Roma-Intellektuelle, die besonders in Osteuropa haben geschafft, eigenen Platz in Gesellschaft zu finden und sich da zu etablieren, ohne eigene Tradition und Kultur zu vergessen. Wer noch nicht in Festanstellung ist, der setzt auf Erfindergeist. Sehr anschaulich dokumentiert in der serbischen Produktion Pretty Diana. Ich mache manchmal 1 bis 2 Euro pro Fahrt, wenn mich die Polizei nicht erwischt, erklärt dieser Roma. Die Rede ist von Transporten kreuz und quer durch Belgrad, und zwar auf ungewöhnlichen Untersätzen. Seit ihrer Vertreibung aus dem Kosovo haben sich Roma eine Nische geschaffen. Sie funktionieren alte Citroën Dianas und Deux Chevaux zu Kleinlastern um. Transportiert wird Altpapier, Flaschen und was sonst noch so anfällt. Apropos Hoffnung, die findet sich am deutlichsten in Geschichten über Roma-Kinder. Zum Beispiel in Swing, ein Spielfilm aus Frankreich. Max freundet sich an mit Swing, dem Zigeunermädchen. Grenzen sind schnell überwunden in diesem Sommer einer ersten Liebe. Genauso anrührend Angel, eine bulgarische Produktion. Die Geschichte vom Roma-Jungen Angel und der bulgarischen Jana. Über eine alte Kiefer, über Lieder und Märchen der Roma und über eine ganze Herde Elefanten. Der Traum vom Ankommen der Roma und Sinti in einer besseren Welt. Zu sehen auf der Woche des Roma-Films im Kölner Filmhaus noch bis 7. Juni.